Buongiorno, benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. Oggi ci occupiamo del perfect in tedesco, perfect, ma solo con haben. Ich habe, was hast du, verstanden, vergessen und so weiter. Ok? E se volete imparare tedesco usando solo tedesco, senza traduzione in italiano, potete cliccare sul link che si trova nella descrizione del mio nuovo YouTube canale dove insegno tedesco usando solo tedesco. La frase numero uno, italiano, ho dimenticato ancora una cosa. Tedesco, ich habe noch etwas vergessen. Ich habe noch etwas vergessen. Ich habe noch etwas, ancora una cosa, ancora qualcosa, vergessen. Vergessen è dimenticare. Ma anche il participio passato è vergessen. Dunque, se lo uso in presente e dico dimentico sempre le cose, dimentico sempre le cose, ich vergesse immer, ich vergesse immer. Il presente ich vergesse, il participio passato vergessen. Dunque, ich habe noch etwas vergessen. Numero 2. Ich habe vergessen, die Tür zu schließen. Italiano, mi sono dimenticato di chiudere la porta. Tedesco, ich habe vergessen, die Tür zu schließen. Dunque con l'infinito, perché abbiamo due verbi. Ich habe vergessen, ho dimenticato, e die Tür zu schließen, di chiudere la porta. Was? Hast du vergessen? Was hast du vergessen? Ich habe vergessen, die Tür zu schließen. Im Präsente, ich vergesse immer, die Tür zu schließen. Ieri, ich habe vergessen, gestern habe ich vergessen, die Tür zu schließen. Okay, di nuovo con vergessen, ma anche con sich erinnern, non me lo ricordo, l'ho dimenticato, in italiano, in tedesco. Ich erinnere mich nicht daran, ich habe es vergessen. Dunque il primo verbo è sich erinnern, ricordarsi di una cosa. Ich erinnere mich nicht daran, sich erinnern va sempre con la preposizione an. Ich erinnere mich nicht daran e ich habe es vergessen, l'ho dimenticato. Per esempio, come si chiama lui? Wie heißt er? Wie heißt er? Ich erinnere mich nicht, ich habe es vergessen. Ich erinnere mich nicht, ich habe es vergessen. Ok? Allora, ho capito quasi tutto, in italiano e in tedesco, ich habe fast alles verstanden. Ich habe fast alles verstanden. Il presente sarebbe ich verstehe fast alles, capisco quasi tutto, ich verstehe fast alles in perfect, in Deutsch, ich habe, io ho, fast alles. Quasi tutto verstanden, capito, verstanden, verstehen, capire, verstanden, capito. Numero 6. Ho spiegato il problema ai miei amici. Ho spiegato il problema ai miei amici. Ich habe meinen Freunden das Problem erklärt. Sì. Allora, erklären, spiegare, erklärt, spiegato. Dunque, il participio passato erklärt non ha questo ge, come verstehen, non ha ge, perché cominciano con er, con fer, sono i prefissi non separabili, dunque non aggiungiamo ge. Come per esempio, gekauft, gegessen, gesehen, ma verstanden, vergessen, erinnert. Erklärt, okay?
non c'è ghe. Ich habe aquí meinen Freunden, qui abbiamo il dativo plurale con ene, meinen Freunden, e cosa, das Problem, l'accusativo neutro, das Problem erklärt. Dunque, prima va il dativo e dopo l'accusativo. Ich habe dir alles erklärt. Ich habe meinen Freunden das Problem erklärt. Ok. Allora, ho spiegato loro la situazione, loro hanno soltanto riso. Due verbi, ridere e spiegare. Ich habe ihnen die Lage erklärt und sie haben darüber nur gelacht. Di nuovo, erklären, spiegare e ridere e lachen, riso, gelacht. Ich habe ihnen die Lage erklärt. Io ho a loro, ihnen, il dativo, ihnen, dativo, e cosa di Lage, accusativo. Ich habe ihnen die Lage, e il verbo va in fondo. Erklärt. Ich habe ihnen die Lage erklärt. Sie haben darüber nur gelacht. Loro hanno soltanto riso, nur gelacht. Lachen, gelacht, con ghe. È il verbo regolare. Ok. Ho lavorato tutto il giorno. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ho lavorato. Io ho lavorato. Ich habe gearbeitet. E tutto il giorno si dice den, accusativo maschile, den ganzen Tag. Ich habe den ganzen Tag nur gearbeitet. Ho cambiato opinione. Adesso abbiamo un altro verbo, ändern. Ich habe meine Meinung geändert. Dunque il verbo ändern, ma il participio passato regolare con ge e te. Alla fine, geändert. Allora, warum bist du nicht zu meiner Party gekommen? Perché non sei venuto alla festa? Perché... Warum bist du nicht zu meiner Party gekommen? Ich wollte kommen, volevo, ma ho cambiato opinione, ma dopo, nachdem ich habe meine Meinung geändert, oder nachdem habe ich meine Meinung geändert. Mi dispiace, non ti ho sentito bene. Cosa mi hai chiesto? Sentire, chiedere. Hören und fragen. Due verbi regolari. Dunque, es tut mir leid, ich habe dich nicht gut gehört. Was hast du mich gefragt? Hören, gehört. Fragen, gefragt. Con ge e te. Alla fine. Es tut mir leid, mi dispiace. Ich habe dich nicht gut gehört. Non ti ho sentito bene. Was hast du mich gefragt? Cosa? Mi hai chiesto. Mich fragen in tedesco va con accusativo. Ich frage dich. Ich frage ihn. Ich frage sie. Hast du mich? Was hast du mich gefragt? Adesso una breve. Ich habe schon gegessen. Io ho già mangiato. Essen, gegessen, irregolare. Essen, mangiare, il participio passato è gegessen. Dunque, hast du Hunger? Hai fame? Nein, ich habe schon gegessen. Ho già mangiato. Ich habe schon gegessen. Ho comprato una nuova macchina. Ich habe ein neues Auto gekauft. Kaufen. Participio passato gekauft, Auto è neutrum, das Auto, dunque ein neues Auto. Ich habe ein neues Auto gekauft. L'ho chiesto a te. O solo ho chiesto a te una cosa. Allora, ich habe dich gefragt. Ich habe nicht ihn gefragt. A lui, ma a te.
Ich habe dich gefragt. La settimana scorsa sono andato a trovarla due volte. Besuchen. Ich habe sie letzte Woche zweimal besucht. Dunque, haben, l'ausiliare. Nella seconda posizione, ma il verbo principale in fondo. Dunque, io ho la settimana scorsa due volte. Ok, io sono andato a trovarla, perché in tedesco è più semplice dire visitare. Visit, besuchen. Dunque non dobbiamo usare andare a trovare qualcuno, dunque solo besuchen. Besuchen comincia con be, un prefisso inseparabile, dunque non c'è che in front. Ok, so ich habe sie letzte Woche zweimal besucht. Ti ho mostrato tutto. Ich habe dir alles gezeigt. Dunque dir è il dativo, dich accusativo. A chi? A te. Ich habe dir, e che cosa? Alles gezeigt. Ok. Ich habe, ok, ho prenotato l'hotel, albergo su internet. Ich habe im internet das Hotel gebucht. Buchen, it's like to book a hotel. Il participio passato gebucht. Ich habe im internet das Hotel, accusativo, gebucht. Die Reise. Possiamo dire, ich habe im Internet die Reise gebucht. Il viaggio. Ho perso qualcosa. Ich habe etwas verloren. Verloren. Dunque, perdere, in tedesco, è verlieren. Verlieren. Il participio passato, perso. Verloren. Dunque, ich verliere, ich habe verloren. Io perdo sempre una cosa, verliere. Ich verliere immer das Geld, ich habe das Geld verloren. Verliere, verloren. Com'era il film? Ho visto solo l'inizio. Wie war der Film? Ich habe nur den Anfang gesehen. Sehen, gesehen. Vedere, sehen, visto, gesehen. Wie war der Film? Com'era il film? Ich habe nur den Anfang gesehen. Dunque l'inizio è der Anfang, maschile, dativo, den. Accusativo, scusate. Cosa hai visto? Complemento, oggetto, den Anfang. Ich habe nur den Anfang gesehen. Ho capito solo un po', ich habe nur wenig verstanden. Verstehen, verstanden. Ich habe nur wenig verstanden. Non lo sapevo, ich habe das nicht gewusst. Dunque il verbo è wissen. Wissen è sapere, wissen. È il participio passato irregolare gewusst. Non lo sapevo, ich habe das nicht gewusst. Ich weiß das nicht, il presente, la prima persona singolare, weiß. Ich weiß das nicht, non lo so, ich weiß das nicht, non lo sapevo, ich habe das nicht gewusst. O si può anche usare wusste, ich wusste das nicht, questo è il preterito. Non lo sapevo, ich wusste das nicht. Ho controllato il conto, è tutto corretto, ich habe die Rechnung geprüft. Alles ist korrekt. Dunque, prüfen, controllare, geprüft, controllato. Ich habe die Rechnung geprüft, alles ist korrekt. Ho già pagato, ich habe schon bezahlt. Zahlen, pagare, bezahlen, qui. Bezahlen, comincia con B, non c'è G. Se fosse zahlen, il participio passato da zahlen, è gezahlt, ma di bezahlen è bezahlt. Ho dimenticato i soldi, ich habe mein Geld vergessen. Vergessen, dimenticare,
Vergessen, dimenticato. Vergessen, vergessen. Non ho detto nulla a riguardo. Ich habe nichts darüber gesagt. Nulla, nichts. Sagen, Partizio passato gesagt, il regolare. Ich habe nichts darüber gesagt. Ho dormito fino ad adesso. Ich habe bis jetzt geschlafen. Ich habe bis jetzt geschlafen. Schlafen, geschlafen. Ho già chiamato il cameriere. Ich habe den Kellner schon gerufen. Il verbo rufen, chiamare. Participio passato gerufen. Ich habe den Kellner schon gerufen. Ieri notte ho dormito bene. Ich habe letzte Nacht gut geschlafen. Schlafen, geschlafen. Ich habe letzte Nacht gut geschlafen. Ho imparato le nuove parole. Ich habe die neuen Wörter gelernt. Il verbo lernen, imparare. Participio passato. Imparato, gelernt. Ich habe die neuen Wörter gelernt. Ho comprato una nuova giacca ieri. Ti piace? Ich habe gestern eine neue Jacke gekauft. Gefällt, diciamo così, perché Jacke di, gefällt sie dir? Kaufen, gekauft. Ich habe gestern eine neue Jacke gekauft. Gefällt sie dir? E mi sono comprato un maglione blu. Ich habe mir einen blauen Pullover gekauft. Il maglione è der Pullover, il maschile, dunque accusativo, einen blauen Pullover gekauft. Purtroppo non ho capito la sua domanda. Ich habe Ihre Frage leider nicht verstanden. Verstehen, capire, verstanden, capito. Ich habe Ihre Frage, la sua, di lei, per cortesia. Ich habe Ihre Frage leider nicht verstanden. Und das ist alles.